Hallöchen, willkommen hier zurück bei mir auf dem Kanal. Ich bin der TomXLP und ich spiele wieder mit den beiden Bekloppten hier, Kage und Grummelkatze. Ich bin ein Besenmensch. Du bist der Besenmensch. Hol dich den Besen, hol dich den Besenmensch. Okay, Warenkontrolle. Wir brauchen noch Reis. Reis brauchen wir noch. Reis. Da wir in der letzten Folge gelernt haben, wir sind zu asozial für Rewe, aber wurden wir dort gefolgt und arbeiten jetzt im Netto. Genau. Ganz genau. Wir wurden befördert. Also wir haben zweimal Penner, wir haben einmal Wasser, einmal Reis, ja. Einmal Salz, einmal Zucker, einmal Bienen in Milch, nochmal Reis. Ja, ist doch alles gut. Ist doch alles gut befüllt hier, außer hier, was ist das hier für ein Tee? Schwarzer Tee? Schwarzer Tee, oder? Ein Zitronentee, davon haben wir zwei Regale. Lul. Warte mal, ich hab grüner Tee? Ist das nicht grün? Nee, oder grüner Tee? Haben wir schwarzen Tee? Haben wir afrikanischen Tee? Keine Ahnung. Ja, wir haben hier noch Platz. Warte mal, wo ist denn hier? Grünen Tee haben wir noch nicht. Ja, doch, hier. Nö, ich fülle. Okay, warte mal, wo? Ach, da oben! Ja, das Regal ist ja voll. Dann fülle ich hier noch was auf. So. Ja, von mir aus. So. Karton ist leer. So, dann haben wir jetzt erstmal alles befüllt hier im Lager. Ja, das geht ja, ne? Also, wir müssen so oder so erstmal ein bisschen was ansparen, damit wir überhaupt was nachbestellen können. Ja, was ist das hier für ein Tee? Okay, das geht ja eigentlich. Okay. Oh, sind die bekloppt? Hä? Was denn? Egal. So, wir tauschen mal die Rolle. Ich gehe mal eine Kasse. Und ihr beiden macht mal den. Also, ihr macht mal den Wachmann hier. Ich kümmere mich um die Ware. Okay. Kloppen. Ja, aber du musst schnell sein, ne? Du musst schnell sein, wenn du mit dem Besen da rumfuchtelst. Ja, mitbekommen. Pepperoni-Chips, doch richtig geil. Ich habe hier nur so komische Karamell-Dinger. Mhm. Vollmilchbrocken. Mhm. Ja, die wollte ich eigentlich mit Wodka zu Karamell-Wodka machen. Mhm. Aber jetzt fresse ich die. Nur. Ja, gut. Der Wodka steht neben mir. Fällt aus, ich muss ja noch den Laden öffnen. Ja, das wäre eine Maßnahme. Alter, die brennen ja im Hals. Ja? Wenn du nichts zu tun hast, wäre echt praktisch, wenn du hilfst. Ja, ich achte. Also ich verprügel und du sammelst die Waren ein. Ich kann ja hier an der Kasse so die Regal ein bisschen beobachten. Mhm. Falls da was nachgelegt werden soll. Also alle Leute, denen ich nicht vertraue, wird mit einem Latt gezogen. Ja, also der erste kommt schon rein. Ja, genau. Penetrier den mal von hinten. Du Ferkel. Mit dem Komm, ich krieg einen Anfall. Alter! Lass den Scheiß! Du! Scheiße mit der Scheiße, ja! Oh, jetzt geht's los hier. Jetzt geht's los. Hallöchen! Was haben wir denn alles gekauft? Tee. Tee und Salz. Okay. Tee und Salz. 26,50. 26,5. Ab dafür. Oh, Pipsli, Salz, Tee. Alter, der geht immer ein Großeinkaufen hier. 40. 40. Ey, geh mal weg da, ich muss eintippen. Ich bin hier gerade am Fegen von deiner Kasse, die sieht hier komplett scheiße aus. Ja, aber wenn du Geld verlieren willst, dann bitte. Dann stell dich doch davor und ich versuche hier die Zahlen zu erwischen. Ja. Okay, ich könnte das natürlich auch mit einem Numpad. Aber mache ich nicht. Mach das mit der Maus. Bin daran gewöhnt. Naja, schon gut. Dann feg du mal. Du heißer Feger. Oh. Feg, ich hab Ficken verstanden. Kentucky schreit Ficken. Nein, ich sehe keinen, also ich bin hier am Kassieren. $12.70. Ich bin der Laden von die. Nee, andersrum. Ich bin der Chef von diesem Laden. Ich bin der Laden von diesem Chef. Mhm. Der Chef von diesem Laden. Alter, ich hab.
Was, tschüss? Was, tschüss? Was? Was, Junge? Aua. Was, Junge? Ich mach Flickflack in deinen Nacken, du Schwein. Was denn jetzt? Achso. War jetzt ein bisschen verwirrt. Was war das jetzt? Mach kein Auge. Hat die Blut auf ihrem Schild? Ja. Du bist ein Dieb! Dumm-di-dumm-di-dumm, ich bin am Kassieren. Und die müssen sich da mit den Leuten rumschlagen. Vor allem zwei Diebe und wir prügeln beide Eisen auf die einen. Da ist noch ein Dieb. Knall dir eine. Eine, wie viel Tee willst du kaufen? Ja. Ja, genau. Oder wollte, sagen wir es mal so. Wie viel Tee wollte er haben? Ja. Ja, er wollte Ja-Tee. Tee von Ja. Jungs, man ist übel schnell, wenn man seitlich läuft. Ja, seitlich? Okay. Sieh dir das mal an, wie ich hier vorbei husche. Ja, ich muss mich hier an der Kasse konzentrieren nochmal. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, seitlich rennst du genauso schnell wie vorwärts oder rückwärts. In Skyrim ist es so, dass man schneller seitlich läuft. Nein. Die waren meinen Unschuldigen, aber auch noch. Alter, hey, die Frau! Die Frau daher! Die kommen da nicht hinterher! Kartenzahlung. Pfirsich. Oh, der eine Mann hatte nur eine Packung Reis geklaut. sind Sie ein Dieb? Nein, scheinbar nicht. 29! Tut mir leid, der sah verdächtig aus. Oh, scheiße, nein! Ich wollte nicht so viel rausgeben. Bin ich denn deppert? Ja. Bist du deppert. Dieb! Was ist das jetzt? $2.50, 70, 90, so. Schlag mich her, der Baby. Da ist noch einer! Guten Tag, dann kein Spaß am Verprügeln. Ich mach mal auf Fülli-Fülli. Du machst Fülli-Fülli? Das ist ein schwarzer Dieb, ich wusste es. Alle Schwarzen sind Diebe. So geht das, so läuft das. 30. Ja, hat sich schon wieder durch die Wand geglitscht. Oh. Was? Das war keine Kasse verfügbar. Du standest an einer vollbesetzten Kasse. Ja, bin ich denn der Bot? Ja. Hier ist noch einer! Meine Fresse, jetzt muss ich hier komplett korrigieren! Jetzt geht doch mal von dem Kackregal weg! Ey, stehen bleiben! Alter, wie viel? Da ist ja noch einer! Ich bin nicht Herrgott, aber danke, dass Sie mich so nennen. Junge, wie viel Material da eigentlich schon überall rumliegt. Ja, schön einsammeln da, ne? Schön einsammeln! Ja, mache ich ja gerade. Ich sammle ein und Kage verprügelt. Wir wollen ja hier keine Verluste machen, wir wollen hier Plus machen. Tommy, siehst du eigentlich, was da hinter den Kunden auf dem Boden liegt? Ja, ich sehe das. So im Augenwinkel, ja. Ja, siehst du. Da haben sie mal einiges liegen lassen, aber. Nein, nicht 08. 8-0, verdammte Scheiße. Wie kann ich hier... Oh. Einfach so verprügelt. Alter, hier steht eine Kundin mitten in dem Band. Ja, ich weiß. Ich komm da nicht mehr dran. Hau die alle mal weg hier. Ich komm nicht mehr an der Terminal ran. Dankeschön. Die steht immer noch da. Scheiße. Ich kann das nicht eingeben. Warte mal, ich versuch's mal mit meinem Numpad. Ja, Numpad funktioniert. 0,70. So, bitteschön. Jetzt. Ja. Hat der eine Kunde einen Hitlerbart? Sieht so aus, ne? Oh nein, jetzt kriegen wir auch schon Kunden aus Österreich. Mit einer Malerkarriere. So, weiter geht's im Text. Alter, die stapeln sich hier, die Leute, das ist unglaublich. Ich komme gar nicht mehr hinterher hier.
keine Sorge, und wenn jemand hier klauen will. Naja, warte mal ab, Alter. Wenn wir jetzt noch ein bisschen was an Regale auffüllen, ey. Ach du meine Fresse, das wird ja hier. Das wird ja hier die Hölle los sein. Und zwei? Zwei. Schlag sie alle weg. Dritter, Hilfe! Hallo. Oh, da. Die Frau. Hol dir den alten Mann hier. Doppelten alten Mann. Aua. Ja. Ey, am besten ihr kümmert... Bruder? Am besten ihr kümmert euch. Das ist Elon Musk. Wir müssen alte Leute schlagen. Tut mir leid, wir sind beschäftigt. Am besten ihr kümmert euch erstmal um die Diebe. Die Ware können wir ja später einsammeln. Paul. Ja, kommen wir sofort. Drei Stück. Hey. Stehen bleiben. Boah, zwei auf einen Schlag, Junge. Immer wieder drin, Bewachung. Lalalala, ich mach hier ich den... Ich mal die Ware von der Straße ein. Ich mach mir hier den Schuldigen. Oh, noch so lange. Oh, ich hab keinen Bock mehr hier rumzustehen. Chef, darf ich Feierabend machen? Nein, 17 Uhr. Ich bin der Chef hier. Höre den. Lausche den Klängen der Kasse. Tschatsching, tschatsching. Junge, das geht irgendwann echt auf die Ohren. Ja, irgendwann schon, ne? Das nervt irgendwann mal. Jetzt rennt mir schon wieder eine in der Kasse rum. Oh. Blöde Kuh. Der, ist das eine Diebin? Ja, das ist eine Diebin, oder? Keine Ahnung. Kein Symbol. Ich weiß nicht. Die rannte mir jetzt gerade in der Kasse rum, die blöde Kuh. Die wollte Sachen aus der Kasse klauen. Das kann auch sein, ja. Hier ist eine. Da rennt schon dabei. Ich hab. Knüppel drauf, das ist wie eine Piñata. Ja, ehrlich gesagt, ne, hab ich wirklich das Gefühl, die hauen wirklich auch ab und zu mal durch den Managerraum ab. Nee, hab ich bisher nicht beobachten können. Also manchmal tauchen die irgendwie auf der rechten Seite auf vom Geschäft. Ja, die rennen dann an der Wand entlang. Alter, hier sind zwei. Ja, das kann auch sein, ja. Oder glitschen sich durch die Wand durch. Ja. Das kann auch sein, ja, die könnte ein Glitch sein, ja. Den einzigen, den ich gehauen hab, verkage. Steck das Besen in den Arsch, Alter. Du Polle? Du Polnisch? $25. Liebe Abonnenten von Tom, was haltet ihr eigentlich davon, dass wir Tom zwingen, Crusader Kings zu kaufen und dann mit ihm das spielen? Ja. Wäre nicht schlecht. Ja, das würde ich auch gerne wissen. Ja, warte mal. Nein, nicht so viel. Nein. $1, nicht $10. Wow. Sorry. Aua. Die prügeln sich da mit den Dieben. Und ich mache hier voll den Chilling. Ah, la 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 la. Geh mal jetzt dich nochmal um die Dinger kümmern. Ich mach ja, hier. Ja, mach ich. Nee, Fräulein. So ja nun nicht. Frau, ich hab gerade Minze aufgefüllt. Leck mich doch am Zuckerli. Meine Herren, du. Ja, leck mich doch am Zuckerli. Ja, leck's mir doch am Arsch. $7, la 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 la. Warte mal, $7 für sich. So. Das nächste Mal kann der Chef mal ein bisschen an der Kasse rumfummeln. Kann ich gerne machen. Ja, machen wir erstmal den Tag zu Ende hier. Oh, nee, scheiße. Das war ein bisschen too much. Nein. $6.30, meine Herren. Ja. So, geht doch. Zap, zap, zap. Ja, schon der sechste oder so. Ja, ist irgendwie ein bisschen schwierig, hier die ganzen Kunden zu bearbeiten, ey. Und dann rennt da einer weg, weil er nicht zahlen will. Nö, ich hab da keinen Bock drauf. Ich hau ab. Mach weiter hier hinten Ware. Ich knall da alle draußen. Wir können ja später noch die Ware einsammeln. Ja. Genau. Bleibt ja bis später da liegen, ist er halt so wild. Ja, genau. Jo, 26. 26. 26? 26. 21. Nee, warte mal, 29. 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Auf Wiedersehen, werden Sie uns mal wieder. Guten Tag, liebe Demon. Schön, dass Sie mir in die Arme und in den Besen laufen. So kann ich Ihnen den Querrektal einschieben. Mhm. Jungs, das... wir haben kaum noch Nachfüllmaterial. Was haben wir? Ich hab hier noch was. Ich fülle hier die Kunden mit Schlägen ab. Zählt das auch? Keine Ahnung. Paul, weglegen. Ich hab hier ein. Aua. Nein, nicht 3000. Alter, wow. Alter, bin ich bekloppt. Ey, hättest du das jetzt gemacht, Alter, dann wärst du gefeuert. Nee, da war noch in den roten Zahlen. Das haben wir ja nicht auf der Kasse. Zum Glück. Ich hab das Komma vergessen. Ich war ein bisschen zu schnell unterwegs. Wollt ihr 290 Euro vergeben, oder was? Nee. Die? Nee. Gar nicht die bekommen. Nee, ich hab den gerade gesehen. Hier, was ich hier für eine Straße an Zeug hinlegen. Boah, Alter, hier geht's an der Kasse ab, Alter. Die Straße liegt voller Zeugs. Boah, der Laden hat auch ein paar Kartons und Zeugs hier rumliegen. Meine Herren, was ist das hier für ein Unrat? Dieb! So, wow. 19 Dollar. 19,50. Ey, ich hab doch auf... Ah ne, das sind... Oh. Ich hab mich vertan. $1,50. So. Ja, so ist richtig. Ab welchem Tag holen wir uns dann eigentlich einen Mitarbeiter? Sicherheit, würde ich sagen. Nee, wann, nicht wen? Ab welchem Tag Sicherheit? Ich hätte ein Problem. Hier steht wieder einer an der Kasse rum. Und der blockiert mich. Alter, dankeschön. Ich glaube, das geht nicht. Da muss ich immer eben irgendwie... Ich glaube, ich kletter mal da drauf. Habe ich die... Achso, ich muss an den... Ja, passt schon. Alles gut. Sieht immer aus wie so ein Kung-Fu-Meister. Ja, ne? Hier sieht aber auch einer... Hier gibt es auch Leute, die sehen aus wie Elon Musk. Aue! Da kommt gleich einer! Ich sehe sie rennen. Nein! Nein! Ah, ich hab sie noch beide. Nein, hinten auf meiner Seite waren auch noch zwei. Und einer davon ist entkommen. Oh, Alter. Ja, ich hab hier die beiden. Einer hat schon alle Sachen losgeworden. Und die andere muss ich gerade noch ein bisschen verprügeln. Boah. Wenn ich zu viert losrennen, ey. Alter, ja, ist das hier. Ich hab zwei Leute auf einmal. Ich habe leider immer nur einen gekriegt. Ja, wir haben gleich Feierabend, Leute. Wir haben gleich Feierabend. Ja, zum Abend hin klauen die aber alle noch, ne? Ja, ich hab noch zwei Kunden, drei Kunden habe ich noch. Und dann gucken wir mal. Die meisten Kunden klauen einfach nur, weil die denken, dass alle Kassen zu voll sind. Das heißt... Ja. Ich hab auch eine zweite Kasse. Ich hab auch irgendwie das Gefühl, Alter. Irgendwie ist da ein Wurm drin. Das stinkt wie... Deswegen hätte ich ja ganz gerne irgendwie so einen Automatikmenschen. Ja, wie gesagt, Sicherheitstyp. Ja. So, letzter Kunden. Das ist Paul jetzt. Paul ist unser Sicherheitsbeauftragter. Okay, ja. 16,50. Nein, wir werden alle nicht bezahlt. Leider. Doch, Paul ausnahmsweise schon. Ja, wir sind ja hier die Leute, die den Laden betreiben, ne? Also normalerweise müssten wir ja auch Kohle bekommen, rein theoretisch. Aber nur rein theoretisch. 60. Du kannst du mit dem Besenschlägen bezahlt. So, Feierabend. Was ist denn jetzt hier Trumpf, Leute? Da muss was aufgefüllt werden. Ihr beide seid jetzt für Inventur. Mhm. Einer stellt sich ans Regal und sagt mir, was ich holen soll. Was sind das denn hier für Kartons? Das sind alles leere Kartons hier, Leute. Ja. Ja, die müssen wir auch mal wegräumen, würde ich sagen. Lalalala, Mülltonne. Ja, bin ich jetzt der Einzige, der hier aufräumt, oder was? Ich hab gerade erstmal noch gestohlene Material hier. Haben wir diesen Tag echt nur 1700 gemacht? Kann sein, oder? Ich hab schon 1000 ausgegeben. Achso, eine Kasse, ne? Ich hab eine zweite Kasse gekauft. Oh.
Okay, die hat ja schon, ja, was gekostet, würde ich sagen, ne? Oh, da ist noch ein bisschen Penne drin. Pass doch mal auf, wir haben die Ware nicht hier verschlunzt. Ja, bei der Geschwindigkeit, die man hier einräumen und Diebe verprügeln muss. Naja, ich sag mal, beim Aufräumen ist das ja halb so wild. Da ja, ist da kannst du hier aber ein und jetzt einmal, Vorsicht! Ja, ich räume jetzt erstmal nur die Kartons leer. Weg, meine ich, nicht leer. Wir haben nur noch 22 Dollar. Was ist das denn jetzt hier? Achso, da hat jemand hochgestapelt. Du Hochstapler! So. Ja, da haben wir jetzt mal wieder ein bisschen was zum Einräumen, würde ich sagen. Naja, macht mal. Gib mal Gas da. So, wollte jetzt noch nach einem leeren Karton gucken, aber war nichts mehr. So, wie sieht's aus mit Baldrian? Baldrian ist noch, ne? Ja. Baldrian ich hab ist. Ich gerade Nachschub von allem gekauft. Ja. Ja, ist auch gut so, ist auch gut so. Aber ein bisschen Wechselgeld muss ja bleiben, ne? Sonst haben wir ein Problem. Ja, 28 Dollar in der Kasse. Ja, noch. 30. Noch bist du wieder. Ja, irgendwann ist da der Zeitpunkt, ne? Dann gibst du alles aus und dann denkst du dir so, scheiße. Aber dann musst du auch noch Miete zahlen. Ja, dann auch noch. Strom und Gas. Ja, Gaswasser scheiße. Wir hätten ja noch eine Möglichkeit, ne? Aber die wollen wir jetzt nicht unbedingt nehmen. Ich kann ja, ne, ein bisschen schummeln. Wir cheaten nicht. Cheaten ist für Verlierer. Genau. Für die sanitären Anlagen holen wir Röhrig. Genau. Und Wenne und Eggert und so. Ja, ich glaube, die Russen sind da. Nee, das heißt, Wenne, Eggert, die Russen sind da. Ich will nach Haus. Lalalala, einfach wild reinschmeißen da den Scheiß. Nee, nicht wild reinschmeißen. Ja, wie jetzt? Was denn jetzt? Soll ich jetzt ordnen oder was? Ja. Ja, gut, dann mache ich Ordnung. Okay. Ordnung. Die Penne kommt nach unten. Dann kommt da der Püpsli hin. Welche Ordnung? Ja, was ist Ordnung? Kenn ich nicht. Sagt mir nichts. Hab ich noch nie was von gehört. Nicht, was ist Ordnung, sondern welche Ordnung? Ja. Die dritte Ordnung. Die dritte Ordnung. Nicht die vierte? Nee, wir müssen hier Order 66 ausführen. Aber wir haben ja gar keine Jedis mehr. Leider. Doch, Tommy ist jetzt noch ein Jedi. Haben wir noch genug Penne? Haben wir, ne? Ist. Ja, okay. Tommy, du bist ein Jedi und ein Klon, er schießt sich selbst. Ja, kann ich auch machen. Gib mir eine Knarre, dann mach ich so. Oh, ich fülle die Penne auf. Die Penner oder die Penne? Die Penner. Eieiei. Mehrzahl Penner. Sicher? Ja, bestimmt. Sicher, dass wir zwei Regale mit Pennern haben wollen? Nö, nicht unbedingt. Du kannst sie auch hier an der Wand stellen, das ist halb so wild. Hauptsache, da ist irgendwas im Lager. Füllen wir das Wasser nach. So, ein bisschen Wasser kann da noch rein. Ach ja, ich habe ja noch Chips. Lecker. Knusper, knusper, Knäuschen. Mhm. Wir knabbern da in meinem Häuschen. Lecker, lecker, lecker. Ja, habe ich nicht gerade. Hä, ich habe doch gerade einen Karton in der Hand gehabt. Bin ich jetzt Banane? Ja. Nee. Du bist Gustav. Der hat mir den Karton weggeschnappt. Okay, was fehlt denn noch im Regal? Da ist noch eine freie Fläche. Baldrian. Habe ich. Nee, warte mal. Hä? Ja, hier. Da oben. Wir haben gar keinen Baldrian. Ah doch, jetzt. Ja, sag ich doch. Aber Baldrian ist da unten. Hä? Nein, das sind die lilanen Packungen. Ja, ja, nee, aber guck mal hier. Baldrian ist hier unten. Was soll da unten sein? Das ist doch Dingens Minze oder sowas. Nein, nehmen wir anderen Regal. Ja, egal, wir lassen es einfach so. Wir haben alle Waren, die wir. Moment mal. Ja, da fehlt doch noch was. Da ist doch noch eine Fläche frei. Hau doch noch irgendwas da rein. Das ist für Minze. Warte mal, ich geh mal kurz. Ja, ist doch scheißegal, wo du was reinknallst. Hauptsache, wir haben Ware drin. Hauptsache, alles voll und dann haben wir hier voll Betrieb. Okay. Warte mal.
Als, nee, doch, passt. Ja, das ist Pfefferminze oder sowas, ne? Ja. Ja. So, gut, dann bereit für den nächsten Doch? Ja, würde ich auch sagen, ne? So. So. Ja, den Tag ziehen wir noch durch, würde ich sagen. Oder sollen wir beenden, weil ich bin schon bei... Also ich bin schon bei 25 Minuten Aufnahme, ne? Sonstige Kosten ist anscheinend, wenn man Sachen kauft. Ja. Das könnte sein, ja. Wie gesagt, 5 Minuten würde ich noch, aber das lohnt sich nicht. Also so ja, lange Aufnahmen machen. Oh, hier liegt nochmal Tee. Also zumindest für die Aufnahmen. In jedem Video machen wir 2 Tage. Wir knallen den jetzt noch durch. Ja gut, okay, alles gut. Dann machen wir den noch durch. Ah, warte mal, ich brauche mal kurz unseren Klicker hier. Einmal neue Preise festlegen. Ja, stimmt, ist Donnerstag, ja stimmt. Guck mal nach dem Marktpreis und... Ja. Aber wir können zum Beispiel das hier teurer machen. Ja, aber eine Kasse musst du schließen, ne? Also wir sind ja nur zu dritt. Wieso? Ja, wie? Du kannst doch nicht. Paul als Sicherheitsmann geht raus. Und wir beide. Ja, aber der kann doch nicht alle gleichzeitig hier. Wenn da 3 Stück rauskommen, der kann nicht alle gleichzeitig hier bearbeiten. Ja, aber wenn halt nicht so viele klauen, weil. Weil die Kassen voll sind dann, oder was? Ja genau, wenn da nicht so viele klauen, weil die Kassen nicht so voll sind. Ja, das kannst du jetzt noch nicht sagen. Das kannst du jetzt noch nicht sagen. Was denn? Ich mach die Preise. Okay. Ich wollte die Leute abziehen. Ja, merke ich. So sind die Preise auch raus. Was denn? 3 Euro für so Pfefferminzding? Das ist eigentlich ein guter Preis. Das ist immer noch Dollar, du Vogel. Ja, aber der Dollar und der Europreis, die sind doch fast gleich auf. Also kann man das auch Euro nennen, ist doch völlig wurscht. Ich also, kann es auch gerne Reichsmark nennen. Warte mal, ich weiß nicht. Nee, ich bin der Meinung, wir sollten hier noch ein Personal einstellen, weil das Geld reicht ja nicht. Außerdem sind wir ja noch nicht so weit. Wir könnten einen an der Kasse gebrauchen. Also wenn du schon eine zweite Kasse hier hast, dann... Und wir sind nur zu dritt. Geh ich ran. Ja. Ich verprügel die Leute. Ja, nur das Problem ist... Dann musst du dich hier drum kümmern, dass du alle kriegst, ne? Ich gucke, dass ich alle kriege, ansonsten rufe ich Kagen zur Unterstützung. Ja, dann muss aber... Dann müssen wir kurz an der Kasse warten. Ja, muss aber... Nee, nicht nur warten, sondern am besten schließen. Kasse 2 schließt, weil wir Leute verprügeln müssen. Stell dir mal vor, die Gründe würden da auch noch stehen. Ich muss kurz den Kutscher verprügeln, bis gleich. Du musst uns nicht zahlende Kutscher verhauen. Oh, Mann. So. Ja, dann, ab dafür, ne? Paul? Ja. Du hast jetzt alles im Blick? Nö, ich bin blind. Tommy, Andi, genau, an Kasse 1. Ja. Ich mach den Schuppen auf und ich geh an Kasse 2. Genau. Alles bereit? Jo. Alle auf Position? Ab dafür. Haben wir überhaupt Zeug zum Nachfüllen? Kann sein. Also unser Lager ist voll. Naja, voll ist anders. So, dann. Das sieht verdächtig aus, Boss. Der hier. Was denn? Ja, genau, der. Ich mach doch nichts. Du hast recht. Schlag mal drauf, vielleicht hat er Ware eingesteckt. Mhm. Guck mal, der hier ist verdächtig. Der sieht schon so verdächtig aus. Das sagen immer diejenigen, die was. Nee, das sagen immer diejenigen, die was geklaut haben. Ist er schwarz? Ja. Der ist super verdächtig. Ja. Ein hoher Rassismus. Ja. 9 von 10 Leute finden Rassismus lustig. Das ist wirklich ein Spruch. Die 9 von 10 Leuten finden Mobbing lustig. La. Der will Tee haben. Okay. Tee, Zucker, Reis. Eier, Butter. Eier. Mehl. Ah, das ist jetzt andere Seite. Oh Gott. Ich hab die ganze Scheiße auf der anderen Seite, das ist ja übelst ungewohnt. Du kannst die Kasse ja auch drehen, ne, eigentlich. Das ist ja schlimm. Ja. Das ist ja wirklich schlimm. Aber dass die jetzt wirklich spiegelverkehrt hier stehen. So. Ja, ich hab die falsche Kasse hingebaut, scheiße. Ja, das ist die Kasse für Linkshänder. Ja, ich merk's. Wow. Ich hole die ganze Scheiße mit der linken Hand dran. Ich meine, mit der linken Hand auch schnell. Aber leider nur in einer Bewegung. Hey, du meinst in 2 Bewegungen, hoch und runter. Ja, genau. Mütze, Glatze.
Können wir nicht eigentlich auch die Türen zubauen, dass die Diebe immer aus einer Öffnung raus müssen? Nee, das glaube ich geht nicht. Schade. Das Gebäude selbst kannst du nicht. Ganz ehrlich, das wäre aber auch eine geile Idee. Ja, ne, so ein bisschen Gebäude umbauen. Also du kannst so ja das... Tower Defense mäßig. Du kannst ja das die Gebäude, die Räumlichkeiten kannst du ja vergrößern, ne, aber... Ja, das geht. Am Gebäude selbst kannst du nicht... Ja, am Gebäude selbst kannst du nichts machen. Das ist das Problem. Ja, aber mit Regalen zubauen. Hoppala. Ja, gut, aber wenn sich hier schon irgendwelche Leute durch die Wände glitschen, dann ist das, glaube ich, nicht so hilfreich. Wollte gerade sagen. Ach, guck mal, jetzt hält sich das mit den Dieben, seitdem wir die zweite Kasse haben, eigentlich recht gut. Also, ich habe bisher nicht einen Dieb gesehen. Alter, jetzt komme ich hier voll durcheinander. Normalerweise wären jetzt hier auch schon 20 Diebe rausgerannt. Mhm. Kann sein, dass das mit den Kassen dann noch ein bisschen effektiver ist. Ja, wenn die Leute nicht stundenlang warten müssen, um was zu essen. Genau, ja. Auch nicht. Ja, das hat was, ne? Aufgüsse. Ja, die Aufgüsse, die bringen auf jeden Fall richtig schön Kohle rein. Okay. Ja, du musst immer... Olivenöl später. Oh, oh ja, Alter. Das ich habe immer so ein bisschen Angst, dass wenn ich jetzt hier irgendwie Ware nachfüllen gehe, dass dann die bekommen. Nö, nicht, muss nicht, ja, nee, glaube ich nicht. Wenn du schnell genug bist, dann nicht. Man kann ja, also ich habe eine Idee, man kann ja die Produkte, die wir in den Regalen haben, eine Kiste mal da vorne lassen zum Schnellnachladen. Stimmt. Für Panik nachladen, also. Ja, das wäre auf jeden Fall eine Maßnahme, ja, das stimmt. Eben. Nein, nicht 50, oh mein Gott. Das kann ich auch nicht mal hier zählen, bin ich bescheuert. Manchmal schon. Ich wollte gerade sagen, willst du eine ehrliche Antwort von mir? Ich habe bisher nicht einen Dieb gesehen, lol. Ah, ja, dann hast du ja auch eine entspannte Arbeitsweise heute, ne? Würde ich sagen, 21:10. Boah, jetzt muss ich mit einem Auge auf den Monitor gucken, weil mein Auge juckt. Scheiße. Auge juckt. Auge juckt. Jetzt zieh den Augapfel raus, kratz an und schieb ihn wieder rein. Nee, danke, also das ist ein bisschen eklig. Auch ein bisschen, ach, man, nee. Man gewöhnt sich an das Gefühl. Das ist so ähnlich wie für die Glotzer von Trolli. Bah, nee. Nee. Was? Ja, Auge raus, nee. Wie bei Flug der Karibik. Erinnert mich an einen Film. Ich hab ein Glas voll Dreck. Und rat mal, was da drin ist. Genau. Angefangen, du Sack. Oh Mann. Allem, das war eigentlich übelst gefreestyled. Ja. Oh, das ist ein bisschen entspannt hier an der Kasse, ne? Mit zwei Kassen. Joa. Ja, eben. Muss ich ehrlich sagen, ne? Ich meine, ich kann meine Kasse auch schließen, wenn es dir lieber ist. Nee, hab ich jetzt keinen Bock drauf. Ich könnte die auch schließen, wenn ihr willt. Könnte ich auch ein Arsch sein. Ja. Statusbericht an was Diebeszahl angeht. Null. Nice. Hört sich gut an. Ganz ehrlich, wir haben so viele Kunden jetzt hier schon durchgelaufen haben. Also ich meine, es ist Normalbetrieb wie die anderen Tage auch, aber halt effektiver verteilt. Auf jeden Fall, ja. Zwei Kassen und nicht auf eine komplett überfüllte. Alter, da drehst du durch, ey. Eine Kasse, da drehst du echt am Rad. Oh ja. Und ich glaube auch, das ist genau das, was du vorhin erwähnt hast. Wenn die Kasse voll ist und die Leute keinen Bock haben zu warten, dann hauen die einfach ab. Ja. Ja eben, sag ich doch. Und deswegen hast du dann auch so viele Diebe dann gehabt. Eben. Ja, das ist auf jeden Fall viel besser. Mal, was wir offscreen machen. Ja, ich hab's ja gesagt. Es ist auf jeden Fall ausbaufähig. Ich habe hier keinen Kunden mehr. Meine Kasse ist leer. Hilfe. Ja, bei mir kommen sie. Ah, da. Die Mühlenkasse 2 nicht so sehr. Der Chef stinkt. Das kann sein. Was soll das jetzt heißen? Der braucht ein Deo. Du willst erst gekündigt werden, kann das sein? Möglicherweise. Wir haben kein Salz, Leute. Dann geh hinten und kauf es nach. Genau. Eine Packung wenigstens. Kiste. Ja.
Aber wir müssen auf jeden Fall auf das Budget achten, sonst kriegen wir hier. Wie kaufe ich Sachen? Bis auf. Ja, ich mach das schon. Paul, komm mal kurz her, dann nimmst du mal kurz die Kasse. Mach die Kasse. Warte, ich mach den hier noch zu Ende. Ja, aber wenn der Lehrling das nicht lernt, ne, dann kriegt er das später auch nicht gebacken, Ware nachzukaufen. Das kann gar keiner mehr machen. Na so, gut. Du gehst mal ran hier. So, wir brauchen Salz, hast du gesagt. Ja. Ja, bei mir geht noch ein bisschen Salz raus, aber. Das Salz ist doch noch eigentlich, aber naja, gut. Alter, wir haben gar keinen Zitronentee mehr. Ja, die haben alles weggekauft. Die haben alle Bock auf Zitronentee. Baldrian brauchen wir auch nochmal. Ja, ich sag ja, die ballern sich das Zeug durch die Nase. So, ich habe alles gekauft. Paul, wir klatschen mal ab, wenn du fertig bist. Und dann kümmerst du dich immer um die Ware. So, zack. Siehst du, flüssiger Abklatsch. Oh, bei mir ist. Wirklich, wie viel. Ey, die machen sich daraus wirklich Johnnies. Ja, glaube ich auch. Unglaublich, ey. Unglaublich. Ja, und dann, die schmuggeln die, ohne es zu wissen. Ja, die packen das auch ab und dealen damit irgendwo auf der Straße in irgendeiner. Ja. Irgendeiner Ecke. Ja, so wie es in New York halt typisch ist, ne? Aber da ist jetzt ja auch genau, mittlerweile. Die dealen mit dem Harzzeug? Nee, die dealen mit Pfefferminze. Genau. Und mit Baldrian, Alter. Ja, das Alter, hat der die. Der hat ja wirklich nur Aufgüsse gekauft hier gerade bei mir. Boah, Alter, die gehen hier ab an meiner Kasse, das ist unglaublich. Ich muss mich noch erinnern, dass das jetzt invertiert ist. Oh ja. Meine Güte, geht ab. Boah. Ich habe ja Zitronentee gekauft, finde das aber auch heftig. Alter, geht das hier ab. Die rennen mir hier die Kasse ein, ey. Das ist unglaublich. Verarscht. Ich hasse dich. Aber da war bis jetzt kein Dieb, ne? Hab ich nicht gesehen. Nee. Aber deswegen, ich wollte mal die Reaktionszeit von Paul wissen, aber Der ist ja richtig auf Zack hier. Ganz ehrlich, ich hab jemand verprügelt. Hat den Besen gegriffen und los. Ich darf draufschlagen. Ja, den Lehrling muss man halt mal verarschen, ne? Geh mal ins Lager und hol mal. Flüssigkeit holen. Ja, genau. Geh mal, Messschieber für links. Ja, genau. Ein Eimer Qualm, bitte. Messschieber für Linkshänder. Wechsel mal die Blase aus der Wasserwaage. Genau. Die Blase aus der Wasserwaage kannst du wechseln. Verarsch mich nicht. Nein, doch, das geht wirklich. Was? Wie soll denn das gehen? Genau. Ja, du hast ja oben immer dieses auswechselbare Objekt. Ach, also, stimmt, jo. Kannst die Blase wechseln, doch. Das ist wirklich, also kannst halt wirklich damit die Blase wechseln. Aber die meinen das natürlich anders, so you know what I mean. Ja, aber das hat mir halt mein Chef während des Praktikums gesagt. Ich hab ihm dann halt einfach so ein Stück gebracht. Er hat gesagt, was soll ich denn damit? Na, die Blase wechseln. Ja, aber das meinte ich als Joke. Ich wollte eigentlich halt die Blase selbst und nicht das Objekt dafür. Keine Ahnung, was sie doch wollen. Ich habe einfach nur das geholt, was sie gesagt haben. Ja. Dass sie mich verarschen wollen und das nicht hinbekommen, ist nicht meine Schuld. Ja, stimmt allerdings. Ja, kannst du auch rechtfertigen, ganz einfach. Junge, ich kann dich nicht so schnell nachlegen, wie die Tee hier wegkaufen. Ey, das ist ein Schlimmer als die New Yorker Junkies hier. Das ist ja. Das ist der Hammer, ne? Ey, ganz ehrlich, wir können den Tee hier weg. Wir können eigentlich alle Ware wegschmeißen und wir machen hier aus wirklich nur Tee laden. Ja, ne, irgendwie schon, ne? Alter, Tee laden, ey. Wie bei Obi-Iro aus Avatar, ja, der Elemente. Meine Herren, Alter, die ballern sich der Tee, Alter. Ist unglaublich. Ich glaube, die brühen den auf und jagen sie sich den gleich in die Vene. Ja, das glaube ich auch, ey. Schön auf dem Löffel und dann ab damit, ne? Ab in die Vene damit, ja. Genau. So, 17. Ah. Die wollen das ganz gute Tee-Erlebnis. Ich glaube, über mir muss ich nochmal eine Lampe installieren. Hier ist es zu dunkel. Ja. Können wir ja später machen. Ist ja halb so wild. Die kosten ja nichts. Naja, doch schon, aber. Ja, ein bisschen kosten die schon, aber naja, gut. Nein, 300.
Aber es liegt aber auch an der Beleuchtung, ne, dass da kaum Diebe jetzt sind. Also, ja, okay, nicht nur an den Kasten, sondern auch an der Beleuchtung, ne? Ich glaube, die tragen auch noch irgendwie einen dicken Rabatt bei, ne? Keine Ahnung, habe ich mal gelesen. Dass das so sein soll. Ja, das ist natürlich scheiße. Also im Regal ist noch eine ganze Menge hier, ein Regal ist noch komplett voll, aber im Lager ist kein Reis mehr. Ach, solange wir noch vorne was im Regal haben, ist es auch zu halb so wild. Wir machen am Ende der Schicht eh Inventur, so von daher. Die latschen mir durch die Kasse, ey. Ey, ich komm hier. Aber ey, wir haben endlich mal einen Tag wirklich ohne Diebe. Oh, ey, absolut. Tag, wo man nicht komplett beklaut wird. Absolut entspannt, ey. Sag das mal dem Typen, der hier die ganze Zeit im Lager hin und her rennt und irgendwelche komischen Bienen in Milch rumrennt. Also ich muss sagen, der heute ist so ein entspannter Tag hier. Ja, auf jeden Fall. Wir können heute die Pause ausfallen lassen. Ja, das glaube ich auch, ey. Einfach durchziehen. Und der Stift, der die ganze Zeit in der Hand. Ihr Ficker! Ihr Ficker! Oh Gott. Oh Mann, Alter, ich kann vor lauter Lachen das Geld nicht anklicken. Ich glaube, ich werde die Folge Ein Tag ohne Diebe nennen oder so. Irgendwas in der Richtung. Ich werde mir das schon mal da einfallen lassen. Ein Tag ohne Diebe und der Tag, wo man eine. Und der Tag der geschlagenen Frau. Nee, du nennst die Folge Shop Peace. Shop Peace? Mal gucken. Ich werde mir da schon mal einfallen lassen. Oh, nee, ich wollte jetzt nicht. Oh, jetzt hätte ich fast Verlust gemacht, bin ich bescheuert. Oh. Ja, wenn du richtig Plot-Twist machen ohne Diebe, wird's langweilig. Ja, genau. So, jetzt muss ich mich konzentrieren. 1, 2, 3, 4, so, zack. Hier ist nichts mehr. Was, wo, wer, wie, wann? Hier ist nichts mehr. Ach doch, da war noch ein Tee. Alter, ey, es ist so dunkel hier. Es ist so afrikanisch hier auf meiner Seite. Ja, ist doch romantisch. Soll ich hier noch eine Gette aufstellen? Jetzt will ich wenigstens romantisch. Jetzt hätte ich wieder fast einen Fehler gemacht. Kurz vor Schluss, ey. Mando! Konzentrier dich. Ich konzentriere mich doch. Manchmal bin ich neben der Spur, weil wir uns unterhalten. Da bin ich nicht so der Multitasking-Typ. Ja, irgendwie müssen wir hier die Zuschauer unterhalten. Ja, ja, gut. Passt schon, alles in Ordnung. Ja, genau. Ey, dann mach ich eine zweite. Einfach so mittendrin kurz 2 Sekunden vor der Porno reingeschnitten. Ja, dann mach ich eine zweite Videospur rein und dann passt das. Ich glaube, dass unser Lager komplett leer ist. Boah, jetzt geht's endlich mal ab hier, Alter. Wir haben jetzt nur noch ein paar Kunden, dann sind wir fertig. Oh Gott. Wie weit sind wir mit der... Ja, wir sind jetzt schon 43 Minuten am Aufnehmen, ey. Alter Schwede. Er ist doch schon 22:30. Also wir haben drei Regalteile voll mit Penne. Eins mit... Ich dachte kurz, wäre ein Dieb, weil die gerannt ist. Ich habe da irgend so einen Plupp gehört. Ich habe gedacht, da ist jemand... Wahrscheinlich so Plot-Twist. Wir sind irgendwie so richtig ruhig und fröhlich dabei. Und ich check auf einmal bei der Abrechnung so, Moment mal, es gab doch Diebe. Wir haben sie nur nicht gecheckt. Weil ja. So das werden wir ja gleich in der Bilanz sehen. Das werden wir gleich sehen, ja. So, der letzte Kunde. Asozial. Der letzte Kunde. Und tschüss. Ja. Gehen Sie raus, können Sie reingucken. So, Feierabend. Inventur, okay. Erstmal Kisten wegräumen. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen was nachlegen. Da ist ja eigentlich noch gut gefüllt hier, die Regale, ne? Also. Ihr beide kümmert euch mal ums Lager. Ich guck mal hier, was wir nachbestellen müssen. Alter, wir müssen mal die Kisten loswerden hier. Also den Tee brauchen wir. Macht ihr mal Inventur und nachladen. Ich geh mal die Kisten hier wegräumen. Hübsli brauchen wir. Wir brauchen eine Ladung Zucker. Wir brauchen definitiv Reis. Da steht doch bestimmt alles im Regal. Habe ich noch mal reingeschmissen hier. So, die Folge ist auf jeden Fall fast vorbei. Ich sage schon mal Dankeschön fürs Zusehen und wir sehen uns eventuell dann beim nächsten Mal wieder. Wenn es euch gefällt, dann ja, abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Ja, genau. Vergesst nicht einzuschalten und versucht mal ein bisschen den Daumen hoch zu halten hier. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen für den Kanal. Er muss noch ein bisschen weiterkommen. Sonst gehe ich hier und mach nicht weiter.
Oh. Oh. Ich habe jetzt irgendwie... Wolltest du gerade eine volle Kiste wegwerfen? Kannst du nicht wegwerfen. Nein, ich wollte reinrennen und ich war jetzt irgendwie ein bisschen neben der Spur. Gut. Ich habe jetzt noch die Abmoderation gemacht. So. Ja. Schauen wir uns gleich noch kurz... Ich kann mir den Leuten ja sagen, dass du Heroin schmuggelst. Mhm. In meinem Anus. Nein, im Tee. Ach, im Tee. Ah, gut. Nein. Nein. Was? Nein. Was hast du denn jetzt gemacht? Oh. Was hast du denn jetzt Was hast du denn jetzt, Alter? Hast du Tee gekauft, oder was? Ich hab was anderes gemacht. Ach, du hast Milch gekauft. Nein. Schlimmer. Ey. Kaffee? Was hast du denn jetzt gemacht? Er hat ein Kühlregal gekauft, aber keine Ahnung, was da drin stehen soll. Käseprodukte, Milchprodukte. Ja. Cola. Das werden wir jetzt auch freischalten. Ne, Cola gehört ins Regal. Ja, die Ware können wir ja später noch kaufen, ist halb so wild. Tada. Vorteil erworben. Okay. Ja, können wir halt bald Mitarbeiter einstellen, ne? Ja. Ja, ist ja bald soweit. Können wir eigentlich jetzt schon machen, denke ich mal. Ja, geht schon. Kann man schon machen. Aber können wir uns das auch schon leisten? Ich glaube eher weniger. So. Alter. $20 ja. Alter. So, Leute. Kümmert euch mal um die neuen Produkte? Ja, ich bin... ich bin hier schon die ganze Zeit am Ein- und Ausräumen. Das ist Wasser, das interessiert mich nicht. So, ich werde hier. Ich werde gleich die Folge beenden, wenn wir hier die Bilanz sehen. Ne? Dann machen wir Feierabend für heute. Ach, du machst noch... Ach, du nimmst noch auf? Ja, ich bin noch dabei, ja. Das wird er dabei, das ist prima. Viva Colonia. Wir lieben das Leben, die Liebe und karges Arsch. Hey, so breit ist er doch gar nicht. Ja, gut, doch. La 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 la. Dass du überhaupt noch durch die Tür passt, ist ein Wunder. Ich hab jetzt Erbsenfutter weggebracht. So, gleich sind wir durch. So mit O, Sa mit A und Se mit... Richtig, was? Mit Ä? Dann nicht zwei Regale. Komm mit dem Karton zurück und hol mal hier die untere Reihe raus. Also das geht doch gar nicht. Das geht doch gar nicht. Mit Rechtsklick. Gib mir den Karton her. So, was hat der jetzt... Achso. Ah, ein Doppelkühlregal, okay. Ja. Milch. Was ist das hier? Emmentaler? Milch kommt ins normale Regal. Warum auch immer. Emmentaler gehört ins normale? Nein, der kommt hier in den Kühlschrank. Okay, das ja. Nicht haben, aber da ist gar kein Platz mehr. Doch, da unten. Ganz unten. Ja, da pack ich den. Den Emmet von Thaler. Der Emmet von Thaler. Der Mehmet. Mehmet, genau, der Mehmet Thaler. Der Mehmet Thaler. Ja, und dann können wir auch hier die Preisknifte. Ja, Reis. Warte mal, Reis da unten. So. Brein Unglaus. Nee, wie hieß der nochmal? Keine Ahnung. Auch Brein Unglaus. Echt so rum? Der gegen Kokytus gekämpft hat und kläglich verloren hat. Ja. So, da sind wir gleich durch, wa? Habt ihr jetzt alles da nachgefüllt und so? Das ist jetzt einer der längsten Folgen, die ich jemals hochladen werde. Da kennst du Kargas und meine Folgen nicht. Ja gut, ich glaube, ich habe auch schon mal Back to the Future oder so, habe ich auch mal, was weiß ich, eine Stunde oder so gezockt. Aber hey, unser Laden sieht mittlerweile relativ ordentlich aus. Ja, nur das Lager. Ja gut, okay. Hey, das Lager sieht doch auch ganz gut aus. Ja gut, die Ware ist... Ich mach doch nochmal die Preispistole. Die Ware ist gut geordnet. Was? Warenpistole? Ich weiß gar nicht, was du gegen unser Lager hast. Sieht doch gut aus. Was denn? Was ist denn? Willst du doch hier ein bisschen was drauflegen oder was? Na, ich mach gerade hier die neuen Preise. Ja. Gut. Hier für die Milchprodukte. Ja. Er kann den Leuten das ja nicht für. Ach, scheiße. Na, was sagst du zu den Preisen? Was sag ich zu den Preisen? Hast du die gerade schon wieder erhöht irgendwo? Ich hab nichts gemacht.
Wir können doch Milch nicht für 1,50 verkaufen. Doch. Ja, sieh ja, du kannst da 40-50% draufsetzen. Für 1,60. Ich rechne mal mit 50 Pi mal Daumen. Ja, du musst ja auch ein bisschen Profit machen, ne? Sonst kommst du ja nicht über die Runden, okay. Aber. Paul, ich mach die Preise. Wenn die zu hoch sind, dann meckern die. Genau. So, mach mal. Sollen die meckern, wie sie wollen? Das ist Inflation. Alter. Ja, wir sind ja noch in der Inflation. Außerdem, Baldrian-Tee für 3 Euro ist doch gar nicht ein guter Preis. Kauf du mal Baldrian-Tee für 3 Euro. Naja, wenn die Leute sich nicht... 2,80 auf 2,70 runtergenommen. Du kannst ja nachher in der Bilanz sehen, wie zufrieden die Kunden waren. Glaube ich zumindest, dass das da ist. Grüner Tee, habt ihr den... Ach ne, der liegt schon... Nee, grüner Tee. Keine Ahnung. Verändert. Na, Baldrian könnte man auch noch nachlegen? Nee, haben wir nicht mehr. Egal, kaufen wir nächstes Mal. Wir haben ja genug. So, ich würde sagen. Schauen wir uns mal die Bilanzen an. Genau, mach mal. Ja. Unser weiteres Minus. Genau. So, zum Abschluss des Tages. Zum Abschluss des Tages. Wie viel Räuber? Null! Null, Alter! Keine Räuber! Ja, sauber! Nicht gefundene Produkte 1. Wenn du zu langsam was zum Nachlegen. Wir hatten nichts mehr! Gut, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!